Willkommen, buenos dias, in Puno, der Stadt im Titicacasee. Meine letzte Station dieser Reise, mein letzter Punkt, den ich hier angucken werde. Ich werde hier ein paar Tage noch bleiben, bevor ich nach Bolivien gehe. Bin gestern mit dem Bus hier angekommen, 8 Stunden Fahrt, war echt lang, aber am Tag, Gott sei Dank, wir sind morgens losgefahren. Hat nur 60 Zoll gekostet, keine Ahnung, so 15 Euro ungefähr. Habe ich von 20 Euro runtergehandelt, also es geht, ja, immer handeln. Einfach auf dramatisch machen, hey amigo, das ist voll teuer, ich bin kein dummer Tourist, so auf die Art. Das funktioniert meistens. Ich bin jetzt auf der Suche nach Frühstück. Mal gucken, was ich so finde. Ah, ich sehe schon was. Wie bei Ica, Sandwiches hier, sowas. Und was hier ist, muss das? Sandwich, ja. Ja, so Standard. Also kurz vor dem schnellen Hunger pfeife ich mir das rein, ja. Dann das Venduras, ja? Das ist Tortilla, ja? Tortilla. Ja, dann dos para acá y un... ¿Cómo se llama? Cereal, maca. Ah, mata, ja? Maca, ja. Un maca. Sin ja. Leche, no? Para acá, ja, okay. Ich setze mich jetzt mal hier hin, mit schön in die Sonne, weil wo ich gestern hier angekommen bin, hat es übelst geregnet. Also ich dachte schon, ey, das darf echt nicht wahr sein und jetzt kompletter Sonnenschein wieder. Also das ist echt verrücktes Wetter hier in Peru, ja. Ich dachte, in Cusco wäre es schlimmer, aber hier ist es noch schlimmer. Das ist zum Kotzen hier. Gebt euch mal das Wetter, hey. Eieiei. Ja, das ist dieser Maca-Saft, dieser dickflüssige. Der ist so dickflüssig, der macht richtig satt. Sandwich. Bis ich mal gelernt habe, dass Omelette hier Tortilla ist, ja. Tortilla dachte ich immer so, das sind diese Mais-Dinger, ihr wisst schon, ja. Aber Tortilla ist eigentlich Omelette. Was heißt denn Französisch? Französisch. Aha, Französisch. Ah, okay, danke. Ja. Entiendo. Ja, spricht mir einfach an hier auf Deutsch, weil ich gerade telefoniert habe. Super. Ja, super. Ich mache Foto. Ja. Ah, ja, keine Probleme. Diese meine Freunde sprechen mit dir. Ja. Deine Kamera hier sitzt um $100, ja? Ja. Ich, oh. Ja, viel, ja. Aber hier ist tranquilo, ja, es ist Kolumbien. Ah. Ja, mit Klauen und so, ja. Hier ist es kalmer, ja. Hier ist besser, kalmer, ja, sagt ja. Man genau, kalmer, ja. Das ist meine. Okay, also hier Reisegleich. Ja, der Deutsche, der wird immer erkannt, wenn er telefoniert, ja. Habla español un poquito. Más o menos, básico. Aprendo, ja. Está bien. Me llamo Alfredo Rubio. Alfredo Rubio. Ich habe deine Freundin in Karlsruhe. Ah, Karlsruhe, da kommt sie her. Becker. Das ist es. Bei Karlsruhe, ja. Oh. Das kennt doch mal kein Mensch, Karlsruhe. Entschuldigung, ich muss immer Stuttgart sagen. Ja, Stuttgart. Also, willkommen in Peru. Willkommen in Peru. Das ist meine Freundin, gut. Sehr gut. Ja. Geht aber nicht mehr, ja? Ja. Das ist kaputt. Kaputt? Das ist kaputt. Bekanntes deutsches Wort, kaputt. Aber, muy viejo. Ah, muy viejo. Sí, ja, alt, sí, ja. Sí. Okay. Wir gleiten Alfredo jetzt mal zur Bank. Und er hat mir gesagt, wir gehen dann danach zu einem Markt, ja? So mit Kopien oder nicht mit Kopien, mit günstigen Sachen, die original sind hier, so rum. Die in den USA zum Beispiel $100 kosten, seine Jacke als Beispiel, und dann kostet sie aber hier nur 20 oder sowas, ja? Guck mal da mal an. Ne? 10 Euro die. Ja, aber das Original, ja? Original, ja. Verrückt, okay, also ihr seht, gibt es billig Sachen. Das ist teuer, das ist, was ich konstatiere, das ist some, hier in Peru, Bolivia, Colombia, no original. Ah, original. Das ist komprobieren, ja? Der Unterschied ist, dass es... Das ist original. Aha. Sie tust es hier, klack ist... no original. Ah, das Papier ist anders. Der Papel ist different. Ah, sí. Cuando el papel es bueno, es original. Mucho falso... Cuidado, falso billete. Ah, hier gibt es viel Falschgeld und da muss man drauf achten. Deshalb, wenn man hier bezahlt, muss man auch immer... Die Leute gucken immer das Geld an, ja? Ob dieser Silberstreifen drauf ist und so, muss man echt aufpassen. Egal. Schon. Egal. Ja? Egal. Ja. Das ist die Pieza 5 soles. Ja. Ja? Das ist... Das ist sehr gut. Ja. Aber sie noch tun was platt. Ah, gibt auch noch. Ja. Die tun die Münzen auch fälschen. Relieve, Autoreliebe. Ja. Tuck. Also das ist sehr glatt. Sehr glatt. Das ist aber original. Ja. Oder ist das Fälschung? Exakt. Sie ist es Relieve, ja. Original. Das ist original. Sie platt, faux. Das ist falso? Original. Ah, das ist original. Okay, also verstehe, ja. Ja, aha, jetzt verstehe ich. Also man merkt ganz leicht die 5 zum Beispiel hier. Und wenn man die nicht merkt, dann ist es gefälscht. Ne? Okay. Okay. Also das ist der Parque Pino. Sehr schön, mit der schönen Kirche da.
Der Hund liegt auch wieder rum, einfach so gechillt, dass er Leben hier in der Sonne. Casona? Caos. Casona in Spanisch. Houses? Ja. Houses de Conquistador Español. Aha, okay. Das ist das Modell. Ja, sieht gut aus. Europa, Spanien, Spanien, ja? Spanien, suben. Campos Elysios. Campos Elysios. Como Champs-Élysées, ne? Como Champs-Élysées. Ja, also das ist jetzt hier so Einkaufsstraße quasi, aber gechillt. Ich war ja gestern Abend schon mal hier und da ging es aber voll ab. Da war echt viel los. So, jetzt sind wir hier im Zentrum, ja. Also, oh, das ist aber Kapelle, ja, oder was? Sí, 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 es la Donna. La Donna? Donna Cathedrale. Aha. Es ist Donna Cathedrale im Zentrum. Das ist, ah, Zentrum. Ist aber schön. Oh, hier, du kannst Picture hier und andere hier, ja? Ja. Okay, keine Leute in diesem Moment. Ja, keine Leute, ja. Ah, keine Leute, ist gut. Ich glücklicher, bin in der richtigen Zeit hier. Ja, keine Saison. Puno, ah, ja. Super. Ja, Puno, ja. Ja, hat mir ein anderer erzählt, den ich jetzt hier kenne. Weil die Spanier sind ja eingefallen, haben ja die Ureinwohner versklavt, sagen wir es so, waren dann gegen die Katholiken. Ja, das sollte irgendwie so hier wie so der Teufel darstellen oder so. Ganz genau kann ich das auch nicht darstellen. Dann hier, wenn die Schuhe geputzt werden, na, ja, hier, ja, ne? Ja. Es, ja. Approximately 1 Euro. 1 Euro, ein ja. Euro, ja. Ja, es ist später. Ja, was tarde gesagt, ja. Was ist denn jetzt hier los? Manifestation. Warum ist hier so viel Polizei? Ja, voll. Gebt euch mal das da hinten. Aha, Security. Wow. Ah, ja. Was ist hier? Demonstrationen vielleicht? Wow, die sieht aber sehr schön aus, die Kathedrale hier. Ja? Kathedrale. Also ich bin ja nicht religiös, aber ich finde sowas immer ganz schön. Manifestation. Ja. Die ganze Polizei hier, verrückten fetten Knarren haben die da in der Hand. Ey. Ah, jetzt hier Kathedrale. Ich muss mal leise sein. Jetzt sind wir mal hier in der Kathedrale drin. Das sieht aber schön aus hier. So. Na, so. Riesig. Das, ne? La Rata de Aire. Ah, Jesus. Ja, ich frage, die sind nur Guide, die sind nur nicht. Also, das sieht aber aus wie Guide, ja, aber es ist nicht nur Guide. Ja? Er ist nur ein Guide. No. Ja. Aber sie ist Bibel, oder was ist das? Ah, okay, Libro, Biblia. No, este es cuaderno, es como. Ah, para hijos. Sí, para religión. Para tu hija? Sí. Ah, okay. Ja. ¿Y eso lo compras aquí? Sí, acá en los de Jesús. Also irgendwas für die Kinder, so ein Malbuch und so. Oh, was ist das jetzt? Das ist Tourismus. Das ist Tourismus. Das ist Tourismus, ja, ja. Das ist so typisch Touristiker. Das ist typisch. Ja, ja. Nicht gerade gegen. Ja. Nee, da bin ich raus. Das kann man als Gag machen, sowas, aber nee. Das sind jetzt hier die Touristentransportdinger, ja. Tourismus in Peru, Puno. Ja. Super. Jeder braucht einen für sich allein. Da ist das Barrio da hinten. Ah, aber ist Peligroso? Nee. Donde? Da oben? Nein, normal, ja, tranquilo. Ah, da hinten, ja. Gebt euch mal das hier mit den Perros hier schon wieder. Diese Hunde hier, liegen da einfach rum. Das ist so, ey, die chillen da einfach. Ja, aber die sind lieb und friedlich, ja. Aha. Na, was geht? Sí, ja. Aber sie machen überall Pipi-Kaka, ja. Also das ist halt überall, das ist demasiado, ja. Jetzt sind wir angekommen, hier bei dem Markt. Der ist nur Donnerstag, heute ist Donnerstag. Ich habe Glück, das ist wieder Schicksal, dass ich ihn heute kennenlerne und er zeigt mir den Markt, ja. Hoppala, ja. Ja, das ist nix. Ah, okay, gut. Hier, Grande Mercado. Ja? Wow. Luke. Ja. Ja. Schuhe. Schuhe, ja. Ah, aber das ist... Ja, Kombination. Segundo Mano, ja? Exacto. Ah, okay. Also wieder gebrauchte Schuhe und sowas. Boah, gebt euch mal den, wie groß das ist, von hier schon. Ja? Ah, heftig, ja. Ja, stark. 40, ja? 10 Euro. Ja, 10 Euro, ja, okay. Hast du so gebraucht, aber sie sehen gut aus, ja? Der Name des Marktes? Nombre del Mercado? Es se llama Unión y Dignidad. Unión. Unión. Y Dignidad, sí. Okay. Das ist alles, ja, also alles muchos zapatos, ja? Sí. Also viele Schuhe. Ah, geil. Das ist so ein, wie so ein großer Flohmarkt hier irgendwie sowas, ne? Aber gemischt mit hier mit Lebensmitteln. Ja. Verrückt. Ja, und das mag ich. Solche Märkte hier. Ja.
Aber viele Schuhe. Schuhe. Ja. Das Interessante ist ja, das ist ja direkt hier an den Schienen, ja? Aber die gehen ja nicht mehr, da fährt ja kein Zug mehr. Ja. Ja. Das ist, kennst du in Thailand? Ja. In Thailand gibt es ja auch Schienen und dann kommt aber der Zug. Der Zug kommt und die Leute müssen den Markt wieder einräumen, ja? Ja. Alle paar Stunden. Ja. Sehr interessant, ja? Ah, so. Wow. Also wer das kennt, ja, in Thailand, ihr kennt das bestimmt. Das ist original, aha. Aber das ist es nur nuevo? Nuevo? No. Das ist todo segundo mano, ja. Aber sieht gut aus, ja. Also das braucht man hier auch, ja. Also heute geht's, es ist nicht so kalt. Aber es gibt Zeiten, es ist richtig kalt. Oh, hier, guck mal, hier wird Fisch gemacht. Fisch und sowas. Das ist meine Freundin. Deine Freundin, okay. Ja. Das, was ist das, Serto oder was? Piege. Pike? Pike. Was ist Pike? Pike, Sato. Sato, Coche. Ah, Coche. Chicharron, ja? Sì, Chicharron. Ti vanno per la prova, prova, è frio. Prova? Sì, prova. Ok, passa. Sì, no. Io come era qui... Warum lachen die? Warum lachen die jetzt? Ah, perché? Cochon. Ah, sì, l'esplicazione di questo. È sehr fettig. Ja, ist okay. Gracias, ja. This is kingfish. Ja. Kingfish ist die Fronte di Caca, der Fruit. Ja, das ist egal. Fisch der Titicaca. Titicaca, ja. Ja. Titicaca, sí. Und was ist das für ein Fisch? Ah ja, ja, ich frage mir, das ist der Titicaca von der Flöbe, das ist der River. Ja. Der River, ja? Aha, der River, ja. Das ist Cheese. Ah, das ist Queso. Queso, sí. Toto? Ja. Aha. Okay. Später. Ja, ja, wow, ja. Chilean Peppers. Das ist, oh, das ist aber jetzt hier Desayuno, ja? Sí. Normal. Peru Desayuno. Oh, das ist muy, wie sagt man, sehr kräftig, sehr heftig, muy fuerte. Sí, ja. Sí. Mucha das energía, ja. Potatoes, ja. Okay. Gracias. Ja, gracias. Ja. Das ist mein Frühstück jetzt hier. Ja, wer die Marken kennt hier, Lacoste und... Oh, Kebab, ich weiß nicht, angeblich original, ja? Ah, this is the kingfish. Was ist Fisch? Pejerrey. Como? Kingfish in English, ja. Kingfish. Kingfish, ja. Kingfish ist es. Ah, da kann man auch noch USB-Sticks und so kaufen und Kabel, ja. Wow, ist ja riesig hier. Da geht es ja gerade weiter. Wow. Maybe an der hier das Dach. Ja, alles ja, ist ja extrem. Egal. Wie groß ist hier? Das ist die Kaka Lake, also. Ah, okay. Ja, wie viele Millionen Kilometer sind das denn jetzt hier? Wie viele Meter, Metros? Ja, das ist ja. Look here. Was? Ah, das Original. Ah, Kolumbien, ja, kenne ich, ja, die Marke, ja. Quanto cuesta? Ah, ja. Trenta? Trenta soles. Ah, okay. Aber das ist für kleine Frauen, ja. Passt mir nicht. Habe die Kinder, so Kinder. Stiefel, ja. Ja. Mhm. Das der sieht ja wie neu aus. Nicht original, aber in China. Ich weiß nicht, ob das original ist. Nein. Das ist original. No? Ich weiß es nicht. Das sieht ja gut neu. Sagt mir einen, ob das original ist. Das sieht ja super aus, der Schuh. Das ist original, das ist hier, ne? No? Und das sieht ja richtig, also wenn das eine Fälschung ist, super gut, ja. Qualität, 42 passt mir leider nicht. Ich habe gerade mal meinen Schuh ausgezogen, weil ich brauche hier Einlagen. Mal gucken, aber ich glaube, die sind alle zu klein, weißt du? Aber mein Schuh ist jetzt 46 und hier haben die nur 41 und sowas. Das ist ja hier die ganze Schnürsenkel, ey. Das ist ja irre, ja. Also, das sieht aus. Das ist doch Kirsche. Capulí. Capulí ist Kirsche, oder? Sí. Pequeño Kirsche. Guck mal, das ist... Quanto cuesta? Moment, sí. Pero vamos a la waschen, ja? Ja, waschen, ja, wichtig, ja. Sí. Ja, ja, also kauft jetzt mal welche. Aber die muss man abwaschen auf jeden Fall, ja, sonst kriegt man Magenprobleme. Ja, jetzt macht er hier. Ja. Medio Kilo, ja? Ja, nur natural, ja? Natural, ja? Ja? Ja, gracias. Okay. Das ist von dir, ja? Ja, also ein halbes Kilo, ne? Keine Geschichte von dir. Ja, na, gut. Also, er hat jetzt, was ein komplettes Kilo? 8 soles el Kilo? Ah, ein Kilo, medio Kilo, 4. Okay, also ein halbes Kilo kostet 4 Sol. Also in Euro, ja. Und wir teilen uns den jetzt. 1 Euro. Ja. 1 Euro, ja. Ein verrückt. Euro. Okay. Ja, so ein Capulí heißen die. Also so eine Hose kostet jetzt hier 6, 7 Euro und die ist neu, aber die ist neu, oder? Ja. Zeigt neue, warum, neue. Was? Sí. Demonstration, warum, woran erkennst du das? Sí. Demonstration, das ist neu. Ja, nicht, ne? Ah, weil hier, ah, okay. Ja. Warum auch immer. Klack. Ah, dann passt es bei dir, ja, wenn du das mit dem Arm machst. Ah. Das ist interessant, okay. Ja, gut. Das ist praktisch 9 cm. Ja.
Okay, this is okay. Ja, also brauchst du gar nicht anprobieren. Ne? Hola, nur mit Gürtel. Hier, volle Demonstration hier. Hier, ja. Ob. Das ist andere Demonstration. Ah, sehr das, ja, gut. Ja. Ah, das ist ja die Breite, okay, aha, von den Armen. Sehr gut von mir. Okay. Das ist. Okay. Das, ja? Sie wollten nicht von 25 auf 20 runtergehen, hat er halt 24,50 gegeben. Sie war einverstanden. Also, wenn ihr die Hosen kennt oder diese Marken hier, es sind verschiedene Marken, ich kann jetzt nicht alle zeigen. Was kosten die bei uns? Also, wenn er jetzt so wenig bezahlt hat, das sind jetzt 6, 7 Euro. Ich würde fast behaupten, solche guten Hosen, wenn sie original sind, kosten bestimmt zwischen 50 und 100 Euro, ne, bei uns. Ja, hier ist doch gut, ist da, ja. Edelweißhosen, ne? Ist doch deutsche Marke, ne? Ist eine Marke der Alemannia, ja? Vienzo, ist doch Jevo, mejor. Hier passt dann sowas. Okay. Ah, das ist die Tape. Hier gibt es hier, ja? So riesige. Aber die sind auf jeden Fall gebraucht. Ja. Das Wetter ist hier sehr zweischneidig. Also es ist warm, aber wenn ich jetzt die Jacke ausziehe, ist es wieder zu kalt. Also ja, viel Spielzeug. Ja. Ja, bis zur Endlichkeit und viel weiter. Buzz Lightyear. Das ist für die Frauen hier unter uns. Ja. Actionfiguren hier. Gut. Son Goku und Mario. Ja. Hier gibt es aber viele Wanderschuhe, ja, so Trekking-Schuhe. Irre. Jede Menge Make-up hier für die Frauen noch unter uns wieder. Was ist das? Die Kinder, ja, Policia. Aber das ist ja original geschrieben. Policia ist ja Originale, ja? Das darfst du eigentlich gar nicht. Also in Deutschland darfst du das nicht machen. Gut, wenn ein Kind es trägt, das macht dann nichts, denke ich, aber. Was ist das? Käse ist. Que está comiendo Chairo, no? Mazamorra con cal. Ah, super. Was ist das? Das ist Masquinoa, Kinasup. Ja. A vez de Calcium. Calcium. Ja, natural, no, ja, no químico. Okay. Bueno, buen provecho. Sieht aus wie Babybrei, ja? Hier ist wieder die Werbung über Lautsprecher, das finde ich immer geil. Hier scheinen sie es aber gut zu füllen jetzt hier. Hoppala. Oh, mucha gente jetzt hier. Verrückt. Das ist Caro. Ja. También compro, pero no mucho, porque es caro. Mira. Ah. Boah, die Jacke, die kostet jetzt hier 400 Zoll. Ja, aber das ist ja ein großer Unterschied. 100 Euro. 100 Euro? Boah. Ja, aber das ist ja verrückt. Ja, nee. Das ist ja ein ganz großer Unterschied hier. 5 Zoll ist eine Mütze hier, ja. Ja, ja gut, die lass mal. Jetzt müssen wir uns ja durchkämpfen durch die ganzen Leute. Das ist ja echt gut gefüllt jetzt hier. Also hier fällt auf, viele haben einen Hut auf, ja, eine Mütze und so, ich ja jetzt Gott sei Dank auch, weil wir sind ja fast 4000 Meter jetzt hier in der Höhe und die UV-Strahlen, die sind extrem stark hier. Normal müsste man eigentlich noch Sonnencreme nutzen, aber ach, das nervt mich jedes Mal, mache ich nicht. Alles China hier, ja, und Original-Parfüm natürlich. Oh, was ist das jetzt? Das ist hier Chicharron, ja? Wow, guck mal hier, gebt euch mal diesen Schweinespeckbauch, wie auch immer, ne? Verrückt. La Caja China. La Caja China. Oh, hier wird das Hühnchen gegrillt. Yummy, yummy, mucho proteína, ja? Ja, diese Tracht, ja? Ja, das sieht schön aus, ja? Das mag ich, deshalb mag ich Peru, ja? So, diese schöne klassische Kleidung, ja? Nochmal von vorne filmen, oh, hubala. Oh, ist das von dem Kind? Guck mal, hier hat sie verloren. Ist das ja? Mütze verloren. Ja. Merkt man keinen Unterschied mehr, ob das jetzt von dem Laden ist oder von der Frau. Ja. Wir wollen Sie jetzt hier touren, André? No, tengo gracias, tengo. Tengo un amigo. Ja, krass. Ja. Was ist das, hier Eis oder was? Ja. Hier kannst du reparieren, ja? Okay, muy bien, ja. Das ist typisch der Agua de Trais. Also in so Märkten immer, wenn ihr kaputte Sachen habt, Jacke, Schuhe, was weiß ich, könnt ihr hier reparieren lassen. Diese ganzen vielen differente Papas, 4000 Papas in Peru, ja? Also 4000 Stück. Das ist Peru. Das ist Peru, ja. Ja, ja. Super. Das ist super, ja. Ja, Suppe und Essen. Ja, ja. Frühstück, ja, aber kräftiges Frühstück. Hey. In Peru ist Essen, gut, ja, Essen. Ja, bei uns halt Marmelade, Brötchen, ja, oder halt Omelette und sowas. Aber hier, boah, da essen sie schon hier Reis, super, und Chicken. Super, ja, super, ja. Aha, ja, ist mismo que in Vietnam. In Vietnam, mucho super, ja. Ja. Wie viel Mais, irre, ja. Wow, muy grande, ja.
Ah, ist ja verrückt hier, das sind Kartoffeln. Was kosten ja so ein Kilo? Nicht viel, ne? Das ist die Familie der Avocado, der Potatoes. Aha. Was ist das? Ist, das ist auch Kartoffel hier? Das ist Ramen-Familie, aber das ist. Das eine ist Familie. Oka. Oka. Oka, sie, den Name ist Oka. Okay. Ja, es ist Essen in der Morgen. Ja, krass. Also, ihr seht mal, was es hier für Sorten gibt. Die habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Hier ganz kleine. Das ist der Chicken, das ist. Ja, Chiquito. Das ist, aha. Das ist eine Varietate. Varietate, was ist das? Ja, Glück. Varietate, andere Varietate. Ja, Variationen verschiedene. Ja, okay. Das Interessante ist, kommt ja alles hier aus dem Lastwagen, ja? Oder vom Lastwagen, ja? Direkt wird es hier verkauft. Direkt vom Lastwagen gefallen. Ja, ja. Ja, die Banane, ja, direkt mit dem Stiel hier, ja. Ja, aber die sind schon sehr schwarz. Sind aber Blattern, oder? Zum Kochen, oder? Ja. Oder sind das so richtig zum Essen? Si. Das ist Originale. Ja, aber ist das zum Kochen? Blatter? Oder? Ah. Si. Also Blattern. Das ist Lucuma. Lucuma. Lucuma, ja. Munia? Infusion. Infusion? Infusion? Das ist mein, por favor. Das ist mein. Mediziner. No, Infusion ist como Tee. Ah, Tee, für Tee. Me puedes okay. Regalar un hito, un pedacito para lo puedes hacer. Tienes un pedacito para obsequiarlo. Un sol, llévate pe, un sol. Mucho, un sol. Hat einen besonderen Geruch, kann ich aber auch wieder null beschreiben. Chili, hä? Das ist Chili alles. Sag. Boah, verrückt. Pica, ja? Und das ist Oregano. 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 Ich bin hier immer zu groß, die sind so klein hier, die Peruaner, aber ich stoße hier meistens bei den ganzen Dächern hier immer an. Esto es Pacay, ¿no? Pacay. Si tienes uno para probar un pedacito. Also auch wieder eine große Bohne, ja. Segura? Sí. Hombre, gracias, ja. Gracias. Sí. Man darf probieren? Sí, probieren, ja. Ja, kann man so. Super. Guck mal. Also. Oh, das ist aber widerstandsfähig, ja? Oh, das ist ja so weit. Sí. Wie hä? Essen. Das hier? Sí, Essen ist es. Hä? Super. Aha, das okay. Ist also, wie kaffeln, das ist hopping. Das musst du mir jetzt zeigen. Aha, also komplett, ja? No. Achso, nur dieses Weiße? Oder was? Inside, ja? Ah, inside, das muss man. Ich muss mal kurz. Aha. Ja, aber nur das Weiße essen, ja? Ja, essen. Also nur das Weiße, okay? Mhm. Attention. Gut? Ist gut. Ist eigenartig. Keine Ahnung. No Produktion in Puno, also, das ist die Produktion in. Arequipa, Cajamarca, ja. In the jungle. Ja. Ah, okay. Achso, essen, finish. Noch eine, ja. Si. Also es ist jetzt nicht eine Geschmacksexplosion, aber es ist auch nicht eklig oder so. Ja, ist gut. Jetzt fällt mir das ein, es sah aus wie Baumwolle, ja, aber natürlich schmeckt das nicht so. Was weiß ich, wie Baumwolle schmeckt. Ja, Demonstration hier, das sind wir Verkäufer wie bei uns. Ja. Ja, er erwischt jetzt hier, erwischt jetzt den Boden. Oh. Ah, das ist alles Reis. Reis ist ja. Majoristas in ja, ist der Reis von Peru, ja? From Peru, nicht. Nicht von China oder so. Nein. Selber baut ihr Reis an. Ah, das ist Arequipa, Chiclayo Norte, Trujillo, das ist de toda la costa del Peru. Ja, que Produktion. Sehr schön hier. Sehr schöne Aussicht da vorne, ja. Stadion, ja. Das ist typisch in Peru. Gente Motors. Ja. Das ist Numen. Ja, Japaner sind immer gut, ja. Japaner sind stark, ja. Wir haben nämlich gerade, hier sind viele Toyota-Autos, ja. Toyota. Und die sind halt sehr beliebt hier, weil die halt gute Maschine haben, ja. Gute Maschine hier. Ja. Und Mercedes und Audi und so sind so teuer hier, deshalb gibt es das ja quasi fast nicht, ja. Die Japaner, die sind halt günstiger. Zuckerrohr gibt es hier. Zucker. Das ist der Zuckerrohrsaft oder was macht der? Das ist for drinking? Ja, aber das. Aber es ist nicht Guarapo. Kennst du Guarapo? Guarapo. Ist das Guarapo? Flaschen hier, da kann man die Flaschen reinmachen. Ne? Ja, das ist gut. Bisschen Kampf gegen den Müll hier, ja? Aha, ja? Ja, ist ja schon ein Problem mit dem Müll hier in Peru oder in. Ja? Hier wird die Straße kämpfen. Ja. Boah, geht euch das mal wieder hier anstellen. Ja, das ist so ein China-Laden, da gibt es alles billig. Verrückt. Das ist jetzt sehr interessant hier, diese Wand. Ja, also hier wird. Ja, hier wird Arbeit gesucht oder angeboten, ja, Babysitter und was weiß ich. Was, DJ? Ja, Koch. Besuchen. Alles. Jungle-mäßige, ja. Senorita. Distribution de.
sind ja, die verschiedene Arbeit halt, ja, interessant. Ja. Oder hier Häuser, ja, oder was, oder so verkaufen, aha, so Sachen. Also Renta, Renta, Habitaciones. Wie bei uns im Ethika oder so, gell? Es no, no Business Ambulatorio, ja, pero informal. Sie ist nur informal, sie ist nicht Polizei, sie ist... No Polizei, das ist zivil. Zivil? Zivil, ja, das ist eine Frau, zivil, arbeitende, kontrolliere, no, no... Also, neue Straße. Dreckmüll, ja? Exakt, okay. Ja. Okay. No informal business, pero bueno. Ah, muy bien. Pero existe. Interessant, okay. Also die passen halt auf, dass keiner so Dreck macht hier und so. Und wahrscheinlich auch Diebstahl, was weiß ich. Und dann melden die es der Polizei. Ist jetzt lustig, jetzt hat er hier Franzosen kennengelernt, da redet er auch noch Französisch, Deutsch, Spanisch, ist ja klar. Und dann noch irgendwie, ich glaube, Russisch hat er noch was gesagt. Buenos días, das hat er geweckt. Hier im kleinen Centro de Mercado, ja, okay. Aha. Ja, wie immer gibt es halt lauter verschiedene Sachen, wie auf der Straße auch. Ja. Ist ja legal. Legal? Legal. Die anderen sind nicht legal auf der Straße. Sie, sie. Nein? Das ist legal. Okay. Aber wir suchen jetzt mal ein Käffchen so zum Abschluss. Comer en Perú, Café. Ja. Mira, si hay mucha gente, por ejemplo, allá jugos. Si hay, Jugo, mucha, ja, gente, si hay mucha gente, es bueno. Si no hay gente, no. Ah, ja, ja, ist normal. Rekommendation. Ja, ja. Also er sagt, wenn viele Leute wo sind, ist es gut, wenn nicht, dann ist es halt keine gute Qualität. Aber das kennen wir ja von den anderen Ländern auch. Hier gibt es viele Hugos. Ja. Wir können auch Hugo trinken, egal. Hugo auch gut. Ja. Ja. Hier gibt es wieder alles Mögliche. Hier Fisch und Fleisch. Der Hund da unten wartet auch. Also was, ist jetzt interessant, weil hier gibt es ja Sumo und Hugo. Das habe ich jetzt auch gerade gelernt. Sumo ist nur eine Frucht, also zum Beispiel nur Orangensaft. Und der Hugo ist eigentlich so ein Mix. Ja, also wenn man dann mehrere Früchte reinmacht. Und Sumo wird ja eigentlich auch in Spanien benutzt, ja. Also Hugo wird ja, glaube ich, nur in Südamerika als Saft so benannt. So, jetzt gehen wir uns den letzten, den Hugo und den Sumo, ja. Sumo. Nun kontinuiere ich sprechen, gespräche. Ja, salut, ja. Okay, salut, salut. Mm. Bueno. Muy rico. Sehr lecker. Fresco. Ja. Ist jetzt ein krasser Unfall passiert. Gebt euch das mal. Wir sind jetzt über 4500 Meter in der Höhe. Boah, Gas ist hier ausgelaufen. Krass. Öl und alles. Ja. Ja, die machen das Gas jetzt raus. Ja. Ja, wir kommen nicht vorbei. Stau. Und, wir alle warten. Aber wie man sieht, der LKW hier, der versucht jetzt wahrscheinlich, den gleich umzukippen. Bin mal gespannt, hey. Ja, das ist der Fahrer, der ist verletzt. Ja. Ja. Todo bien, amigo? Todo bien? Ja. Es muy rápido? Ja. El freno. Oh, ah, so funktioniert. No funciona. Okay, muy mal. Pero todo bien, ja? Sí, todo bien. Tienes muy dolor, ha? Sí. Ah, er versucht jetzt einfach vorbeizufahren, okay. Die meckern alle, warum er vorbeifährt, unser Fahrer. Ja, das passiert nur, wenn man reist, sowas. Das ist krass. Ja, okay. Amigo. Ja. Okay, Feliz. Okay. Stop! Ja, krass, die versuchen den jetzt hier oben zu kippen. Ja. Wahnsinn. Aber wir wollen jetzt weiterfahren. Ja, so tut gehen. Ah. So. So. Ja, das ist so passiert das. Ja, wir fahren jetzt weiter. Ja, riesen Stau. Top. Klatschen alle, weil er jetzt einfach vorbeigefahren ist. Ja, sonst hätten wir jetzt ewig warten müssen.